Hallo Leute, heute gibt es wieder ein neues Video und ich möchte euch gerne in die fünfte Jahreszeit entführen. Und zwar ist es Halloween. Ich höre mich natürlich ein wenig fröhlich an, aber das können wir ganz schnell ändern, indem wir mal eine gruselige Musik einspielen. Und zwar jetzt. Ja, es hört sich doch schon gleich viel gruseliger an. Euch erwartet mal wieder ein kleines Unboxing-Video. Ich habe einen Shop, der speziell für Halloween-Dekoration und sonstiges zuständig ist, getestet und möchte natürlich euch zeigen, was ich dort bekommen habe. Ich habe natürlich auch einige Informationen für euch und zwar erreicht ihr die Horrorklinik unter www.horrorklinik.de. Die Aufmachung der Seite ist, finde ich persönlich, sehr interessant. Man sieht, dass es sich hier um Halloween handelt und dass hier definitiv professionell gehandelt wurde. Das heißt, es sieht einfach genial aus. Wenn ihr auf der linken Seite schaut, dann findet ihr Halloween-Kostüme, Kinder-Halloween, das heißt Produkte für Kinder, Dekoration natürlich, Make-up und ein Sold-Out. Soweit ich das verstanden habe, gibt es dort Produkte, die weitaus günstiger sind, als sie zuvor mal waren. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der Versand liegt bei 5,99 € und es gibt verschiedene Zahlungsarten. Ihr könnt per sofortüberweisung.de bezahlen, per Vorausüberweisung, per PayPal, Kreditkarte, Nachname und Lastschrift. Wenn du deine Artikel schnell haben willst, dann solltest du per PayPal oder Kreditkarte bezahlen, da die Artikel dann sofort losgeschickt werden können. Denn jeder, der PayPal nutzt oder eine Kreditkarte hat, weiß genau, dass die Zahlung dann sofort beim Verkäufer ist und er die Waren auch sofort losschicken kann und somit hat man seine Waren auch eher zu Hause. Wenn ihr weitere Informationen zum Shop haben wollt, dann könnt ihr auch gerne auf meinen Blog gehen, der heißt www.jetztesteich.de und dort habe ich natürlich einen ausführlichen Shop-Test geschrieben, den könnt ihr euch mal durchlesen und falls ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch doch ganz einfach bei mir. Aber genug gequatscht, jetzt gehen wir mal rüber zum Unboxing. So Leute, jetzt sind wir beim Unboxing und wie ihr seht, habe ich ein wenig umgebaut. Ich mache das nicht mehr am Tisch, sondern jetzt auf dem Boden und habe hier eine Decke hingelegt und sieht wunderbar aus. Ja, das Paket an sich sieht so aus. Wollen wir mal schauen. Ich halte es mal so in die Kamera. Ja, diesmal habe ich keine Kamerafrau. Die Eve ist nicht dabei, aber ich denke mal, alleine kriege ich das auch hin. Ja, Kultfaktor, Halloween, Racheshop, alles vom gleichen, ich glaube, Geschäftsführer. Ich weiß es aber nicht genau, muss ich mal nochmal nachfragen. Ich habe das bestellt am Dienstag und es sollte Mittwoch kommen, aber Mittwoch kam es nicht, weil da irgendwas war, ich glaube Tag der Deutschen Einheit. Und ja, dann kam es aber trotzdem schon am Donnerstag und ich würde sagen relativ schnell und gut, da kann man irgendwie nicht meckern. So, machen wir es mal auf. Ich will euch jetzt noch nicht verraten, was ich bestellt habe, das werdet ihr gleich sehen. Ach ja, wie immer durchgestrichen meine Adresse, was natürlich voll der Schwachsinn ist, weil ihr ja auf meinen Blog gehen könntet. Und dort ist ja das Impressum und dann seht ihr das auch, aber gut, macht nichts. Ja, als erstes kommen uns erstmal wunderhübsche nackte Beine zum Vorschein. Schauen wir mal hier. Ja, tut mir leid, das Licht ist blöd, ich habe gerade einen guten Tag erwischt, aber geht. Also auf jeden Fall ist es Werbung einfach nur. Sieht man hier auch. Werbung, 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 Werbung. Ich glaube, Gutschein, wie ich sehe. Ich glaube, ich kann die verschenken an euch, wenn es erlaubt ist. Hier ist noch ein kleiner Flyer vom Racheshop. Ich mache ihn mal so. So, als erstes kommt uns entgegen irgendwas Ekliges. Nein, nein. Das ist die Michael Myers Maske. Schaut euch die mal an. Die sieht echt gut aus. Meine Güte, sieht die gut aus. Jetzt zeige ich mal das Schild. Muss ganz ehrlich sagen. Sieht verdammt eklig aus. Ich kann die gerade gar nicht so zeigen. Aber ich glaube, ich werde gerade ein anderes Bild einblenden. Ich kann es dann noch bearbeiten. Auf jeden Fall ist die Maske dabei. Die bekommt ihr im Shop für 24,90 €. Ist also nicht so teuer. Von der Qualität her super. Ich glaube, ich werde da nochmal ein extra Video zu machen und die nochmal genau beschreiben. Aber jetzt in der Schnelle. Erster Eindruck, sehr gut. Sehr gute Qualität. Hat auch echte Haare von irgendeiner Frau abgeschnitten und hier drauf geklebt. Nein, die Haare sind geknöpft, wie ich das sehe, oder dran genäht. Auf jeden Fall sehr geil, also die Halloween-Maske. Michael Myers. Ich bin der große Michael Myers-Fan, wie ihr wisst. Jedes Jahr, wenn Halloween ist, da ziehe ich mir die ganzen Teile alle rein. Es gibt, glaube ich, 8 Stück und 2 Neuverfilmungen. Und oh, ja, ich liebe die Filme. Ich könnte den ganzen Tag gucken. Michael Myers ist ja der Typ, der immer durch die Gänge schleicht. Und letztendlich dann doch alle einkriegt, obwohl die ja alle jetzt schnell sind und rennen können. Aber ja, das ist er, der Michael Myers. Der Michael, hier. Der Michael. So.
Dann haben wir hier noch ein kleines Päckchen. Und zwar hatten mir die Horrorklinik ziemlich viel Koks mitgeliefert. Ich habe gedacht, gut, wenn sie auch Drogen liefern, nehme ich die direkt mit. Nein, nein, Quatsch. Und zwar ist das ein Aufhängegeist. Also Dekoration, ihr könnt den Geist, ich will es jetzt gerade nicht machen, auspacken und ihn bei der Halloween-Party an der Wand hängen oder wie ihr gerne wollt. Und sieht extrem gut aus. Ja, also die beiden Artikel, die ich bekomme. Nehmen wir das mal hier hin. Ja, dann will ich noch ein extra Video machen. Und zwar, wie ich das hier auspacke. Würde ich nämlich gern selbst sehen. Und ich glaube, die kann ich aufsetzen und mich dann nochmal zeigen. Sieht es nicht ganz so schlimm aus. Ja, gut. Das war mein Unboxing für horrorklinik.de. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, gucken, was euch gefällt. Und ja, sehr zufrieden. Erster Eindruck, wunderbar. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal für Teil 1 meines Halloween Classic Specials. Ich wollte nämlich ein kleines Special machen. Mal schauen, was in den nächsten Videos noch kommt. Ihr werdet auf jeden Fall das noch sehen. Vor Halloween. Und hier werde ich noch was zu sagen. Und dann war es das jetzt mit diesem Video. Ja, danke fürs Zuschauen und gruselige Grüße an euch.